Ein Flecken, ein Dorf in Lothringen. Überschaubar, klein, kaum mehr als 800 Einwohner. Aber keine militärhistorische Betrachtung kommt ohne seinen Namen aus. Der es in Deutschland bis zu Straßennamen und in Frankreich bis in die allgemein bekannte Redewendung geschafft hat, ça tombe comme à Gravelotte. Das kommt runter wie bei Gravelotte. Vor 30 Jahren war ich schon einmal hier. Da stand hier noch kein Musée de la Guerre, ein Kriegsmuseum, eigens für den deutsch-französischen Krieg von 1870. Das gibt es erst seit 2014. Auch ein geschichtsträchtiges Erinnerungsjahr. Den gab es damals schon, sehr lange schon, den Friedhof für die auf den Schlachtfeldern um Gravelotte Gefallenen beider Seiten. In der Mitte das Beinhaus für die Überreste von tausenden Soldaten. Deutsche und Franzosen liegen hier. Ein Chronist schreibt, das Problem in jenen heißen Tagen im August 1870 war, dass man die Leichen nur notdürftig auf den knochentrockenen Feldern nicht tief genug beerdigen konnte. Schon bald wurden viele Leichen durch den Herbstregen freigespült, sodass man sich wegen des bestialischen Gestanks auf den ehemaligen Schlachtfeldern entschloss, die sterblichen Überreste in einem Massengrab in der notwendigen Tiefe zu bestatten. Auffallend die Straßenlaternen. Wie Lanzen stechen sie in den grau verhangenen Wolkenhimmel. Mit der zugelassenen Geschwindigkeit für geschlossene Ortschaften wäre man in weniger als einer Minute hier durch. Aber man hätte einiges übersehen. Zum Beispiel das zwischen Bauernhäusern eingeklemmte alte Kriegsmuseum. Ich erinnere mich noch, damals neben den üblichen Kriegsgegenständen ein Schlachtenpanorama mit Bleisoldaten bestaunt zu haben. Und ihm gegenüber, nur noch in verblassten Zeichen zu erahnen, die inzwischen geschlossene Gaststätte Au Cheval d'Or, wo Theodor Fontane Notizen zum Schlachtverlauf machte. Und im Sprung zurück wieder auf die Gegenseite, da bezog damals eine andere Berühmtheit Quartier, der Kriegsherr der Franzosen. Damals, das war vor genau 30 Jahren, war ich in dieser Gegend unterwegs für einen Film. Theodor Fontane hinterher auf seiner Osterreise, in der er die Schlachten und Schlachtfelder von 1870-71 beschrieb. Und auch damals konnte ich nur schwer fassen, dass in dieser so stillen, friedlichen Landschaft solche Gräuel stattfanden, sich Menschen so gnadenlos abmetzelten. Wie oft denke ich mir, während ich durch diese Felder gehe, ist in den 150 Jahren seitdem hier gepflügt, gesät, gemäht, geerntet worden. Wiesen, Ecken, Felder. Und dann mitten in dieser Landschaft plötzlich eine Baumgruppe exakt angeordnet. Rahmen für ein steinernes Zeugnis. Ein Feldherrnhügel erfahre ich, von dem aus das Schlachtgeschehen beobachtet und gelenkt wurde. Auf einem Schild ist zu lesen, Blick von Prinz Friedrich Karls Feldherrnhügel. An dieser Stelle übernimmt Prinz Friedrich Karl gegen 15.30 Uhr den Oberbefehl über diese Schlacht. Es gibt auch andere Monumente in dieser Landschaft, oft mitten auf den Feldern, Heldengräber. Die Bauern pflügen, säen und mähen um sie herum.
Ça tombe comme à Gravelotte. Das kommt runter wie bei Gravelotte. Theodor Fontane zitiert einen Gardeoffizier, der über die Wirkung des Kugelhagels der 1000 Geschütze berichtet. Da, Himmeldonnerwetter, ein Schlag gegen die Brust, ein Zerreißen im Leibe, ein Niederstürzen mit lautem Schrei unter grässlichen Schmerzen. Da lag ich als eines der Opfer dieses blutigen Tages. Mein erstes Gefühl war Unwillen gegen den Schlag. Mein zweites, die Erwartung, mich explodieren zu sehen. Denn nach dem Rumoren der Kugel glaubte ich nichts anderes, als eine Granate im Leib zu haben. Dann kam der Schmerz und mit ihm die Hilflosigkeit und das Niederstürzen. Oh, sie sind entsetzlich, diese ersten Augenblicke. In der Ferne ein ins Auge stechender, wuchtiger Fremdkörper inmitten der Stoppelfelder. Ein Termitenhügel, eingerahmt von zwei hohen Bäumen. Das musste es sein. Nur auf dem ausgeblichenen Foto hatte das Denkmal, ein wirklich monumentales Denkmal aus gelben Steinquadern, anders ausgesehen. Der Adler mit den ausgebreiteten Schwingen fehlte. Hier, sagte ich mir, ist der Platz für Arthur Rimbauds Gedicht »Die Raben«. O Herr, wenn kahl die Felder liegen, wenn in den hingeduckten Flecken, die sich im kahlen Land verstecken, die langen Abendglocken schwiegen, dann schick von deinem Himmel nieder die Raben mit dem glänzenden Gefieder. Mit heiserm Schrein, seltsames Heer, der Sturm will eure Nester fassen, entlang den Kreuzen, an den Straßen, an gelben Flüssen, kreuz und quer, an Gräbern, Löchern, stets von Neuem, schart euch zusammen, um euch zu zerstreuen. Zu Tausenden im Wintertreiben sollt ihr durch Frankreichs Felder fliegen, wo noch von gestern Tote liegen, dass alle Wanderer stehen bleiben. Ruf du uns unsere Pflichten zu, du, unser schwarzer Totenvogel, du. Und mit Arthur Rimbauds Raben hoch im Drohnenflug über die abgemähten Felder. Und von oben diese Landschaft, in der genau vor 150 Jahren im August 1870 sich an die 300.000 Menschen tummeln. Aber es ist kein Woodstock, kein Treffen der Jugend mit Love and Peace, im Gegenteil. Krieger, bis an die Zähne bewaffnet in Hass und Feindschaft, bereit, sich auf Kommando aufeinander zu stürzen, dem Gegner den Kopf wegzuschießen, die Glieder abzuhacken, ihm das Gedärm aus dem Leib zu stoßen. So stehen sie sich gegenüber, die deutschen und die französischen Heeresformationen. Kleine Kästchen markieren die Stellungen der Truppen. Ich erinnere mich, in einem Film Generalstäbler gesehen zu haben, wie sie auf einer Landkarte kleine Kreuzblöcke hin und her schoben. Menschen, Coupons auf einem Spieltisch. Die Schlacht vom 18. August 1870 heißt in Deutschland die Schlacht von Gravelotte, in Frankreich dagegen La Bataille de Saint-Privat. Das ist bezeichnender. Entschied sich doch hier in dem kleinen Ort nicht weit von Gravelotte Sieg oder Niederlage. Hier lasse ich wieder Theodor Fontane zu Wort kommen. Die Entfernung von hier bis zu den vordersten Häusern von Saint-Privat mag noch 1500 Schritt betragen. Bis zu dieser Stelle waren Einzelne gefallen, vielleicht auch Hunderte. Aber erst über diese Stelle hinaus begann das große Sicheln. In ganzen Garben sanken sie dahin, die großen, schönen Gardeleute. Unerbittlich mähte der Schnitter tot. 8000 Mann sanken in ihr Blut. Der Abend riss den Nachmittag wieder heraus. Saint-Privat war unser. Ein furchtbares Gericht brach jetzt über die tapferen Franzosen herein. Schlachtfelder, Schlachten, Denkmäler. Der französische Künstler Robert Filliou hat 1970,
100 Jahre nach dem Deutsch-Französischen Krieg und zwei weiteren furchtbaren Kriegen den Vorschlag gemacht, mit der Absicht, die endgültige Verbrüderung der Städte und Dörfer Europas durchzuführen, wird den Völkern Europas hiermit feierlich vorgeschlagen, einen gegenseitigen Austausch ihrer Kriegerdenkmäler vorzunehmen.